Der Maschinenring ist eigentlich eine ganz tolle Einrichtung bei uns in der Region, in Oberösterreich, in ganz Österreich, für unsere Bauern, für die Landwirtschaft, eigentlich für die ganze Region, für die ganze Bevölkerung an Land- und Ortsnähe. Wir organisieren für die Bauern ein Management für die Maschinen, eine Verrechnung, ein Verrechnungssystem und natürlich die Betriebshilfe. Und dann haben wir noch Zugangsmöglichkeiten und gewerbliche Tätigkeiten im Servicebereich, sprich Landschaftspflege, Gartengestaltung, Sommerdienst und Winterdienst und die bereits erwähnte Personalleasing, gewerbliche Tochter Personalleasing, Bereitstellung von Arbeitskräften im Gewerbe und Industrie. Und ich glaube, das ist auch ganz was Wichtiges, dass man diese Arbeitskräfte auch bereitstellen kann. Man hat da die Fachmänner, die man an den Hof quasi weitervermitteln kann, oder? Ja, da geht es schon mal los von der Ausbildung, von Aussuchen von den Personen, dass das Fenster ist Recruiting, das ist eigentlich sehr schwierig, aber die Nachfrage ist sehr hoch und wir fragen genauso nach bei unseren Mitgliedern, als auch in der Region von Leuten aus der ländlichen Region. Wer bewirbt sich denn bei euch da für die ganzen Sachen, die quasi bei euch gemacht werden, vom Winterdienst über die Personalhilfe? Ja, bewerben dann sich die Leute, vielmals Leute, Junge aus der Landwirtschaft schon raus. Wir machen auch dort Werbung, wir sind einmal am Nachmittag in der Schule, informieren Lehrer und Schüler und natürlich auch arbeiten wir zusammen mit dem AMS, mit den Mitgliedern schon gesagt, aber auch in der regionalen Zeitung und so weiter. Und die Leute werden aufmerksam auf uns. Und wir haben eigentlich irgendwo schon einen Namen. Der Maschinenring ist eine tolle Sache in der Region. Und man muss schon sagen, man hat quasi viele Komponenten vereint. Man hat quasi die Gesellschaft, die Gemeinschaft bei euch, aber auch quasi man hat viel zu tun draußen. Man darf viel in der freien Natur. Das ist jeden Tag ein bisschen was anderes. Ja, also wir sind grundsätzlich sowieso schon einmal flexibel vom Personal her, als auch von der Einteilung her. Und auch die Leute haben so unterschiedliche Betätigungsfelder im grünen Bereich, im Firmenbereich, in der Holzbranche, in der Metallbranche, in der Lebensmittelbranche und natürlich in der Landwirtschaft. Und natürlich ganz wichtig, es ist nicht nur ein Beruf für Männer oder Herren. Nein, wir sind da natürlich ganz top drauf. Wir beschäftigen Damen und Herren, Junge und Ältere.